Willkommen zum Short Review Review Let's View über das Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Panini Sticker Album von 1983, beziehungsweise war es zu erwerben Anfang 84, denn der Film lief bei uns in Deutschland über Weihnachten 83. Ein echtes Stück meiner Kindheit. War 9, als ich die Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino sah und gleich von der weit, weit entfernten Galaxis in den Bann gezogen wurde. Bei den Charakterseiten im Album habe ich sogar die deutschen Synchronsprecher hinzugeschrieben. Das Album selbst hat 1,50 Pfennig, heute umgerechnet 25 Euro Cent gekostet, jede Stickertüte nur 30 Pfennig, also 15 Cent. Die Alben wurden damals sogar teils vom Händler verschenkt, weil der Gewinn eben über die Sticker erzielt wurde. Und wer ein Album besaß, der kaufte Stickertüten. Anzumerken sei dazu, einige Einklebeserien wie Fußball hatten zu dieser Zeit weit über 400 Bilder zu füllen. Da brauchte man schon viele Tüten. Nun aber soll es losgehen mit dem Let's View, mit einem wortlosen Durchblättern des kultigen Star Wars Albums. Viel Spaß! Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!